erstklassige Forschung in moderner Architektur. Mainz hat ein neues Aushängeschild für seine Exzellenz, das Institut für molekulare Biologie. Vor 15 Monaten nur war der erste Spatenstich. Am 11. März wurde das Institut nun feierlich eröffnet. Das Besondere im Institut für molekulare Biologie ist die außerordentliche finanzielle Zuwendung aus privater Hand. Mit 100 Millionen Euro unterstützt die Böhringer Ingelheim Stiftung das IMB über 10 Jahre. Das Land Rheinland-Pfalz steuerte für den Bau noch einmal rund 45 Millionen Euro hinzu. Im Wettkampf um die besten Köpfe verschafft diese Förderung Mainz einen echten Vorteil. Es herrscht also Aufbruchstimmung. Meine Damen und Herren, dieser Tag ist sicherlich nicht nur für Christoph Niers und das Team des IMB ein besonderer Tag. Mit dem Abschluss des ersten Bauabschnitts für das neue Institutsgebäude kann die wissenschaftliche Arbeit des IMB richtig losgehen. Und da haben sich Gründungsdirektor Niers und sein Team einiges vorgenommen. Das IMB wird in den Bereichen Entwicklungsbiologie, Epigenetik, DNA-Reparatur und verwandten biomedizinischen Gebieten forschen. Es ist eine Aufgabe, wirklich Grundlagenforschung zu betreiben. Und auf diese Art und Weise Grundlagen zu schaffen, damit an anderer Stelle unsere wissensbasierte Gesellschaft, unsere wissensbasierte Wirtschaft ihre Chancen ergreifen und nutzen kann. Professor Jörg Hacker, der Präsident der Deutschen Akademie für Naturforscher, gab in seiner Festrede einen Einblick in die Bedeutung von Infektionskrankheiten. Professor Bahner, der Sprecher der Unternehmensleitung der Böhringer Ingelheim GmbH, betonte die Zukunftsfähigkeit einer engen Kooperation zwischen Unternehmern und Forschern. Böhringer Ingelheim feierte im Jahr 2010 sein 125-jähriges Unternehmensjubiläum. Dies war ein Anlass für das Engagement der Stiftung. Wir haben in diesem Punkt gesagt, das ist unsere Heimatuniversität, also dort gehen wir hin und engagieren uns für dieses Exzellenzzentrum. Wir haben das große Glück, dass bei der Gründung des IMBs dann wir hervorragende Wissenschaftler wie den Herrn Professor Niers gefunden haben. Jetzt ist es die Aufgabe, noch zwei oder drei weitere zu finden. Und dann glauben wir, dass es auf einem guten Weg ist und für alle Beteiligten, die Region, die Universität und auch für IMB Vorteile entstehen. Ein Vorteil, von dem der Standort Mainz unmittelbar profitiert, sind die 180 neuen Arbeitsplätze, die durch das Institut entstehen werden. Auch die Vernetzung der Wissenschaftler untereinander spielt in dem Konzept des IMB eine zentrale Rolle. Biologen und Mediziner erhalten über das Institut einen Wettbewerbsvorteil beim Erwerben von Forschungsgeldern. Und schließlich auch die sogenannten Core-Facilities oder Technologieplattformen, die es an diesem Institut gibt, die werden nicht nur für die Wissenschaftler am IMB, sondern auch für die Wissenschaftler auf dem Campus in der Medizin, in der Biologie und Chemie zur Verfügung stehen. Bleibt nur noch die Frage, wie profitiert die Lehre und damit die Studierenden vom IMB? Ja, für den wissenschaftlichen Nachwuchs, das heißt für unsere Doktorandinnen und Doktoranden und Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, ist das natürlich ein toller Arbeitsplatz. Es ist ein nagelneues Forschungsgebäude in einem topmodernen Forschungsgebiet. Dadurch, dass eine große Expertise, Kompetenz im Bereich der Molekularbiologie, einer der Leitdisziplinen in der Naturwissenschaft hier auf dem Campus jetzt Leuchtturmcharakter erhält, zieht das sicher auch zukünftig viele Studenten und Nachwuchswissenschaftler in die Region. Das Exzellenzzentrum für Lebenswissenschaften ist also eine runde Sache und verspricht nachhaltige Wissenschaft und Forschung auf höchstem Niveau.